Moin Moin, herzlich willkommen zum Future Hamburg Talk. Ich bin Daniel Hautmann, freier Wissenschaftsjournalist aus Hamburg. Unser Thema heute: Wasserstoff. Der Klimawandel wird immer sichtbarer. Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zur globalen Herkulesaufgabe. Große Hoffnungen liegen daher auf dem Energieträger Wasserstoff, vor allem den Grünen. Das Wasserstoffzeitalter bricht gerade an und Hamburg ist ganz vorne mit dabei. Grüner Wasserstoff bietet enormes Potenzial, Industrieprozesse zu dekarbonisieren, auch den Verkehr. Hamburg ist prädestiniert. Allein im Hafen werden jährlich rund 10 Millionen Container umgeschlagen, viele davon per Lkw. Heute spreche ich im Future Hamburg Talk mit Dirk Krast, dem Geschäftsführer von Clean Logistics, einem Unternehmen aus der Metropolregion. Seine Firma rüstet Lkw und Busse mit klimafreundlichen Antrieben aus. Hallo Herr Krast, moin moin, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Würden Sie uns bitte kurz erläutern, was genau Ihre Geschäftsidee ist? Guten Tag, Herr Hausmann. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und uns und unsere Unternehmung die Projekte, die wir gerade betreiben, im Bereich der Wasserstoffwirtschaft vorzustellen. Wir sind vor 3,5 Jahren angetreten mit der Idee, das Thema der Brennstoffzelle und somit auch des Verbrauchs des grünen Wasserstoffs in den Markt zu bringen, und zwar dort insbesondere in dem Bereich des schweren Güterverkehrs, weil es bislang in dem Bereich noch überhaupt keine Anwendung gab. Und wir waren getrieben schlicht und einfach dadurch, dass es keinerlei Angebot am Markt gab aus meinen vielen Verhandlungen. Ich muss dazu sagen, ich bin in meinem eigentlichen Beruf Spediteur und Vorstand einer Speditionsgruppe, der Harrier AG. Und bin bei meinen Gesprächen mit den Herstellern leider immer wieder frustriert abgedreht, weil ich keine vernünftigen Antworten bekam. Letztendlich bin ich immer wieder mit der Aussage konfrontiert worden, es wird weiterhin den Dieselmotor geben. Meine Kunden aber auf der anderen Seite gefordert haben, dass wir uns langsam aber sicher mal in die Richtung der emissionsfreien Antriebe zu orientieren hätten. Also mangels Angebot sind wir auf die Idee gekommen. Wir sind in dem Fall Dirk Lehmann, mein Kompagnon, seines Zeichens auch Inhaber der Becker Marine Systems und der eCap Mobility in Winsen an der Luhe. Brillanter Ingenieur, der sehr pragmatisch ist. Sie kennen ihn vielleicht von dem Thema der LNG-Barge in Hamburg. Der dann gesagt hat, weißt du was, überhaupt kein Thema, lass uns das einfach angehen. Und gesagt, getan, wir haben dann eine Projektskizze aufgelegt, wir haben die technische Machbarkeit der Umrüstung eines 40-Tonnen-LKWs geprüft und haben diese Skizze dann eingereicht beim Bund für die Förderung, haben dann letztendlich auch die Beförderung bewilligt bekommen mit 3,2 Millionen durch den Bund. Das war in, lassen Sie mich überlegen, Ende 2019. Und seitdem bauen wir an diesen Prototypen, haben zwischenzeitlich aber das Geschäftsmodell auch schon deutlich erweitert und denken in der Tat darüber nach, diese Umrüstung auch in die Serie zu bringen. Mhm. Das heißt, Sie sind als klassisches Start-up gestartet. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie viele Fahrzeuge wurden umgerüstet? Wie viele sind bereits auf der Straße? Also grundsätzlich ist es so, dass wir noch mitten in der Prototypenphase sind. Das muss man sich so vorstellen. Die Komponenten, die wir dort verbauen, sind relativ komplex und auch noch nicht ausentwickelt. Wir sind zum Beispiel damit konfrontiert worden, dass wenn wir elektrisch antreiben wollen, wir für den Lkw noch nicht mal eine sogenannte elektrisch angetriebene Achse vom Markt erhalten haben. Sie kennen das vielleicht von den Bussen. Dort gibt es diese Achsen bereits. Die haben aber letztlich maximal Nutzlasten von 18 Tonnen und weniger. Die mussten wir also in der Tat selber entwickeln. Das haben wir dann auch gemacht mit namhaften Entwicklungspartnern, zum Beispiel der Firma Ziel Abeck aus dem Schwäbischen und der Firma Sisu aus Finnland, die sich um den Achskörper gekümmert haben. Und zwischenzeitlich haben wir diese Achse tatsächlich in Winsen und verbauen sie gerade in den Lkw. Okay. Das heißt also, im Moment sind wir im ersten Prototypen. Dort verbauen wir gerade alle erforderlichen wesentlichen Komponenten. Und wir rechnen damit, dass der erste Prototyp in der Tat im September zugelassen auf der Straße sein wird, über Hamburg Straßen rollen wird. Ja, spannend. Das heißt, das sind auch tatsächlich Eigenentwicklungen. Diese Achse sprachen Sie an. Da sind Patente drin, die Clean Logistics auch hält. Ja, genau. Also bei der Achse haben wir in der Tat unser IP drauf. Bei den anderen Komponenten ist es so, dass wir sie relativ frei vom Markt kaufen, je nach Entwicklungsstand. Das betrifft zum einen die Brennstoffzelle, zum anderen die sogenannten Tanksysteme. Wir vertanken gasförmigen Wasserstoff auf 350 Bar Basis.
und haben darüber hinaus eine Vielzahl von elektrischen Nebenkomponenten, die verbaut werden, die dabei wesentlich sind. Und schlussendlich brauchen wir auch eine Batterie als sogenannten Energiepuffer, den wir brauchen, um zum Beispiel durch die sogenannte Rekuperation, das ist also eine sogenannte Energierückgewinnung aus den Abbremsvorgängen, dann in die Batterie einzuspeisen und wiederum zu wandeln in Antriebsenergie. Heißt das letztlich, dass so ein LKW, so eine Sattelschleppmaschine auch schwerer wird durch die ganze Technik drin? Es ist ja ein Mehr an Technik. Nein, kann ich ganz einfach beantworten. Im Moment sind wir aufgrund der ausgebauten Komponenten, das heißt also den Motor, die Antriebsstränge, die Differentiale und sonstige Nebenkomponenten und den Einbau der neuen Komponenten ungefähr beim Gewichtsverhältnis zwischen 0,9 und 1,1. Wir verlieren also keine Nutzlast. Das ist ja letztendlich die Frage. Genau. Wie sieht es denn aus? Lässt sich diese Technologie, die Gesamtentwicklung übertragen auf andere Anwendungsbereiche? Wir sind in Hamburg, im Hafen, Wasser. Ihr Geschäftspartner kommt aus der maritimen Welt. Wird der Weg dahin führen, auch auf Schiffe, auf Wasserfahrzeuge zu gehen? Also grundsätzlich können Sie jedes fossile Fahrzeug, ob es auf der Straße, in der Luft oder auch auf dem Wasser fährt, tatsächlich mit der Brennstoffzellentechnologie ausrüsten. Es gibt sicherlich Restriktionen in Richtung Reichweite. Sie wissen um die Diskussion, dass der gasförmige Wasserstoff im Augenblick noch nicht über die Reichweiten verfügt aufgrund der Tanksituation. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie zum Beispiel auch kleinere küstennahe Schiffe mit der Brennstoffzelle und dementsprechend auch mit Wasserstofftanks ausrüsten können, so dass wir durchaus damit rechnen können, dass solche Fahrzeuge in Kürze auch in Betrieb genommen werden. Konkret will ich Ihnen ein Beispiel nennen. Mein Partner Dirk Lehmann beschäftigt sich zurzeit mit der Umrüstung zweier sogenannter Versorgungseinheiten für Offshore-Bohrinseln. Die werden aktuell umgerüstet bzw. projektiert und dann umgerüstet durch ECAP Mobility. Dieses Projekt wird voraussichtlich auch noch Ende diesen Jahres, spätestens aber Anfang nächsten Jahres realisiert. Okay. Hala-Fähren sind aber noch keine zu erwarten. Was machen wir bitte? Hala-Fähren, also Fähren, die Menschen wie mich durch den Hafen bewegen können. Wann können wir damit rechnen? Also da gibt es sicherlich auch Gespräche. Hamburg ist in der Beziehung, auch wenn wir die zweitgrößte Stadt in Deutschland darstellen, doch als Dorf zu bezeichnen. Und die Wasserstoffgemeinde ist klein. Und die jeweiligen Protagonisten treffen sich in aller Regelmäßigkeit. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen. Es gibt ein sogenanntes Konglomerat über eine EU-Förderungssituation, nämlich dem Thema des IPCEI. IPCEI sind Important Projects of Common European Interest. Das wird stark getrieben durch in Hamburg durch High Solutions, durch Peter Lindner und sein Team. Und wir bündeln dort tatsächlich die entsprechenden Kollegen aus dem Bereich, um Hamburg als Wasserstoffmetropole auch weiter auszubauen. Und dort kommen Kollegen aus dem maritimen Sektor zusammen mit den Kollegen aus dem Luftfahrtbereich, den Speditionssektoren beziehungsweise den Logistikanwendern, aber auch Behörden und Industrie zusammen, um die gesamte Supply Chain des grünen Wasserstoffs tatsächlich auch in Projekte zu überführen. Wir zum Beispiel als in dem Fall Clean Logistics oder auch ich als Spediteur mit der Harry AG arbeite an der Stelle sehr eng mit der HALA zusammen, mit Herrn Dr. Böttner, der mit mir gemeinsam darüber nachdenkt, inwieweit wir auch verschiedene Verkehrsträger über HALA-Flächen mit den entsprechenden Infrastrukturen dann auch tatsächlich betanken können. Das ist nur ein kleines Anwendungsbeispiel. Dazu gehören dann auch die sogenannten Terminal Operations. Wir reden dort über Reach Stacker, wir reden über Van Carrier, die allesamt in der Tat auf Wasserstoff betrieben werden können. Das alles ist zwar noch in den Kinderschuhen, die Projektideen liegen aber auf dem Tisch und wir als konkreter Umrüster, diesmal mit dem Hut auf als Clean Logistics Geschäftsführer, sind im Prinzip in jedem dieser Projekte augenblicklich auch dabei und bündeln auch die Aktivitäten. Also jede Menge Bewegung in der Szene drin. Gleichwohl gilt es ja, diesen Spagat zu schaffen. Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite, Klimaschutz auf der anderen Seite. Das heißt, alles zunächst, was mit Wasserstoff betrieben wird, wird teurer sein.
Wie ist Ihr Lösungsweg dafür? Ja, das Thema hat eine hohe Dynamik und Sie dürfen mir glauben, als wir vor 3,5 Jahren begonnen haben und tatsächlich auch öffentlich darüber gesprochen haben, sind wir wirklich als Spinner verkauft worden. Ich muss das so deutlich sagen. Durch die Diskussion, durch die Umweltdiskussion, die wir auch auf der politischen Ebene gerade in den letzten 1,5 Jahren deutlich intensiver geführt haben, haben wir auch deutlich mehr Druck in der Diskussion und nicht nur in der Diskussion, sondern auch in der Förderlandschaft. Es werden also mittlerweile deutlich mehr Programme aufgelegt, weil Klimaschutz offensichtlich wesentlich ernster genommen wird als noch vor 3 Jahren. Das heißt also, es hat eine wesentliche Sensibilisierung stattgefunden in den Bereichen. Also wird auch mehr Geld ausgegeben. Und ich will Ihnen dazu nur ein Beispiel nennen. Dazu müssen wir sicherlich zwei Seiten betrachten. Einmal die OPEX-Seite, das ist die investive Seite, die CAPEX-Seite, das ist die Investitionsseite, und die OPEX-Seite, das ist die sogenannte operative Seite, mit der wir dann auch letztendlich den Betrieb bezahlen müssen. Auf der CAPEX-Seite wird im Augenblick sehr viel gemacht. Es wird jetzt gerade durch den Bund ein Förderprogramm aufgelegt für die Investition in solche Lkw, wie wir sie jetzt gerade umrüsten, oder auch die Busse, die der Bund dann mit 80% der Differenzkosten zwischen dem ursprünglichen Diesel und dem Brennstoffzellenfahrzeug fördern wird. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn wir reden hier über Faktor 1:5. Auf der OPEX-Seite sind wir in der Tat über das Thema IPCEI dabei, also auch da die Fördersituation über die Europäische Union insbesondere getriggert, von der wir glauben, dass wir dort sicherlich auch Benefits erhalten werden. Was aber nichts daran ändert, dass wir natürlich, und da bin ich jetzt wiederum der Spediteur und der Kaufmann, der sagt, wir müssen das Ganze auch betriebswirtschaftlich sinnvoll fahren können. Ich will also nicht teurer fahren müssen, als dass ich das vorher mit dem Diesel getan habe. Also muss ich dort auch Lösungsansätze finden. Das funktioniert eigentlich nur über 2 Seiten. Entweder ich reduziere meine Kosten oder aber ich kann meine Umsatzerlös oder besser gesagt Ertragssituation wesentlich verbessern. Das kann ich in der Tat aber nur dann, wenn meine Kunden aus Industrie, Handel und aus der Logistik auch tatsächlich mitspielen und dazu bereit sind, für diese Mehrleistung, die ich erbringe, für diese grüne Dienstleistung, die ich erbringe, auch zu bezahlen. Und die Bereitschaft, die hat sich eigentlich wesentlich verändert. Vor 3 Jahren niemand, muss ich ganz klar sagen, im Gegenteil, abgetan. Sie erinnern sich sicherlich noch an den Lopez-Effekt. So sind die Einkäufer aufgestellt gewesen über die letzten Jahre hinweg. Zwischenzeitlich hat sich dort aber ein wesentlicher Wandel in den Köpfen ergeben. Und die Industrie insbesondere ist willens und bereit, auch für unsere verbesserten Dienstleistungen im grünen Bereich mehr zu leisten und zu zahlen und das Ganze vielleicht sogar auf der Investitionsseite zu unterstützen. Ich höre das immer mehr von Kollegen, die mit namhaften Industrieunternehmen unterwegs sind. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil wir da tatsächlich auch noch sogenannte NDAs unterschrieben haben. Aber die Bereitschaft ist da. Und über diesen Weg, glaube ich, werden wir uns von verschiedenen Seiten her der Wirtschaftlichkeit auch annähern können. Hm. Heißt, die gesamte Kette muss grün werden, grünes Produkt in der Produktion, im Transport, auf dem Schiff und später eben auch auf der Straße. Ist klar. Ja. Sie sprachen es gerade an, der Druck steigt, das Umweltgewissen wird mehr und mehr erweckt. Wir hören Anfang Februar die Meldung, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor steigen soll bis 2030 auf 28%. Spielt Ihnen diese Entwicklung in die Karten? Ja, natürlich. Wobei wir natürlich wissen müssen, wenn wir diese Energie verbrauchen wollen im Bereich der Erneuerbaren, dann müssen wir auch die notwendigen Assets auf der Straße haben. Da beißt sich ein wenig die Katze in den Schwanz, will ich mal sagen. Wir haben das in der Tat mal errechnet mit unseren Arbeitsgruppen, die wir im Rahmen der Wasserstoffinitiativen aus Hamburg vor einiger Zeit gebildet haben. Und ich drücke das gerne in absoluten Zahlen aus. Wir haben im Markt in Deutschland ungefähr 240.000 zugelassene Sattelzugmaschinen auf 40-Tonnen-Basis, wie das Fahrzeug, was Sie da im Hintergrund sehen bei mir. Sie müssten von solchen Fahrzeugen bis 2030 jedes Jahr seit dem 01.01.2020
13.500 Fahrzeuge zulassen, emissionsfrei. Soll heißen, entweder batterieelektrisch betrieben oder auf Basis einer Brennstoffzelle. Mhm. Momentan haben wir im Markt gerade mal 3 Testfahrzeuge. Soll heißen, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt und wir nicht bald in die Stückzahlen kommen, dann werden wir natürlich in eine Exponentialfunktion abrutschen, was zur Folge hat, dass wir ab 2025 deutlich höhere Zulassungszahlen generieren müssen, um überhaupt diese Werte der CO2-Reduktion, die ja vorgegeben sind im Verkehrssektor mit 42% durch Herrn Scheuer oder besser gesagt durch das Verkehrsministerium, erreichen zu können. Das ist schon in der Tat noch eine echte Herausforderung und es ist weniger die Energie, die wir zu produzieren haben, um sie zu verbrauchen, sondern es ist eher in der Tat die Herausforderung auf der Anwenderseite. Hm. Da sind wir nämlich wieder in der Henne-Ei-Diskussion. Ich habe keine Angst um die Produktion wird kommen und wir werden auch über wahrscheinlich genügend Energieimporte zu reden haben, die werden auch kommen. Egal in welcher Form, ob gasförmig oder mit flüssigem Wasserstoff, der zum Beispiel in Marokko oder Bahrain produziert wird, das wird passieren. Auch heute sind wir abhängig von Energieimporten zu 75%. Das wird sich beim Wasserstoff nicht großartig ändern. Da wird es ähnlich sein. Mhm. Impulse braucht die Bundesregierung Hamburg als Logistikstandort mit dem Hafen, mit vielen Speditionen. Welcher Impuls kann denn von Hamburg ausgehen? Hat Hamburg da eine Vorreiterrolle? Hamburg ist der bedeutende Seehafen in Deutschland und Hamburg wird immer das Gate bleiben zur Welt und wir dürfen unser konventionelles Geschäft an der Stelle natürlich nicht vergessen. Insofern werden wir sicherlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert sein, aber unser Geschäft wird in der Logistik gemacht, nicht nur im Handel, sondern natürlich auch über den Hafen. Wir sind der einzige Stadthafen, den es überhaupt in dieser Form gibt und wir sind darüber hinaus ein wesentlicher Kreuzungspunkt Nord-Süd, West-Ost. Und auch das ist etwas, was uns über die Jahrhunderte hinweg ausgezeichnet hat. Und das müssen wir uns natürlich erhalten. Worüber wir nachdenken müssen in Hamburg sind neue Flächennutzungskonzepte. Wir werden sicherlich in Zukunft weiterhin Container umschlagen, das ist keine Frage. Wir werden die Terminalbetriebe brauchen, aber die Anwendungen werden sich etwas ändern. Und die Wasserstoffwirtschaft bietet meines Erachtens nach große Möglichkeiten. Da reden wir nicht nur über die Energie, die produziert wird, sondern darüber hinaus auch über die wesentlichen Komponenten, die man braucht, um zunächst mal Wasserstoff tatsächlich auch zu produzieren. Zum einen, das heißt, ich rede hier über die Elektrolyseure und die entsprechenden Komponenten, aber darüber hinaus auch über jeden anderen Bestandteil der Wertschöpfungskette, der damit in Verbindung steht. Ob das der Transport ist, der Energie oder ob das am Ende des Tages sicherlich auch die weiteren Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des Wasserstoffs sind. Das bietet uns allen auch hier in Hamburg oder insbesondere in Hamburg große Möglichkeiten, nicht nur auf der Produktionsseite, sondern insbesondere auch auf der logistischen Seite und würde dann auch die Attraktivität des Standortes wesentlich nach vorne treiben. Also wir werden da alle an einem Strang ziehen müssen, die Köpfe zusammenstecken müssen und müssen dann auch mal die Eifersüchteleien untereinander lassen. Mhm. Zusammenfassend, Hamburg scheint wirklich auf einem guten Weg zu sein, was Wasserstoff angeht. Vielen Dank an Herrn Grast für diesen Einblick in die Transportlogistik und eben auch darin, wie Wasserstofffahrzeuge in Zukunft aussehen könnten. Wir freuen uns auf die nächsten Talks und sagen erstmal Dankeschön. Sehr gerne, Herr Hausmann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich dann vielleicht mal wieder bei Ihnen zu sein. Danke.